So, jetzt fahren wir mal in die Berge. Erste Mal. Oben muss man das Formular abgeben, was es ganz unten im Ort gibt. Also wir fahren auf der anderen Seite wieder runter. Ja, Moral von der Geschichte. Vorher mal telefonieren, wenn man sich genau weiß, bevor man den Berg hochkrackt. Ah ja, hier oben gibt es kein Internet, also man kann hier nichts suchen oder so. Nee, also mal oldschool. Jetzt regnet immer alles. Ich suche gerade mal meine Regenjacke, weil wir haben die ja die letzten Monate nicht gebraucht. Aber hier ist doch ein bisschen Niesel. Also mal schauen, die müsste im Fahrerhaus irgendwo unten reingedrückt sein. Gefunden. Jetzt werden die Schuhe mal geputzt. Hier regnet es nämlich heute ein bisschen. Und das ist alles Staub von Lanzarote. Carrera Blanca. Jetzt geht's los. Wir sind jetzt bei El Pilar. Das ist auf dem Berg oben ein Grillplatz. Hier gibt es etwa 40 Grills oder so. Wir haben sie nicht gezählt, aber so abzuschätzen. Das ist alles überdacht. Und dann hier richtig schön Grill, Wasser zum Abspülen. Echt der Hammer. Und dann manche haben überdach mit Tisch und Stühlen oder Bänken. Der hier hat jetzt halt keine Tische hier. Es sind richtig viele Grills und ein kleines Informationszentrum. Und es gibt ein Klohäuschen, es gibt einen Spielplatz, man kann Schach spielen. Wenn man hier campen will, muss man das unten in El Paso anfragen, so eine Permission anfragen. Die ist gratis bei Medio Ambiente, so ein, die das alles hier machen. Und dort muss man halt das anfragen, kriegt man Papier und dann kann man hier campen, wie, solange man will. Also muss man davor anfragen und dann ist gratis, kann man hier campen. Richtig toll gemacht. Wir steigen immer mehr ab und das Ding ist, wir gehen nachher den gleichen Weg zurück, also wird spannend. Wir sind angekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier ein Aussichtsplatz ist, aber so sieht es ja aus.
obercool. Hier war noch ein bisschen Glut, da haben wir jetzt gepustet und noch Reisig und Holz dazugelegt. Jetzt haben wir wieder ein kleines Feuerchen hier, ein bisschen Rauch, richtig schöne Atmosphäre. Naja, es regnet, aber wir sitzen hier trocken und fantasieren ein bisschen, wie schön das hier doch ist. Echt toll. Das ist der Hammer, was die hier für diese Touristen oder für allgemein die Bevölkerung machen. Hier gibt es so viele Grillstellen und wirklich top ausgestattet. Hier sind allein hier 2, 4, 6, 8 Grills und 4 Waschbecken, 3 Waschbecken. Und alles überdacht und 4 Tische, echt genial. Also hier muss man echt mal grillen. Der Regen hört nicht auf, es schüttet. Ja. wir haben nichts zu essen da, also jetzt haben wir doch gesagt, wir laufen zurück. Ja, es ist auch schon ein bisschen Mittag vorbei. Ja, 3:30 oder was ist jetzt? Ja, 3:30 ungefähr. Jetzt waren wir da irgendwie 2 Stunden oder so. Oder 1,5 Stunden. Mhm. Ja, also zum Grillen, das müssen wir nochmal machen irgendwann. Das ist echt cool. Ja. Und sogar wenn es schüttet, kann man hier super grillen. Und gesellig sitzen. Das ist echt, sitzen. Das ist ja, echt ist schön. Aber wir gehen trotzdem jetzt zurück. Ja. Wir werden den Rückweg nicht wirklich filmen, weil es schüttet so. Das also geht nicht im Regen. Ich hoffe auch, dass alles gut begehbar bleibt. Ja. Achtung, hier sind auch Downhill-Fahrer mit Mountainbike. Da muss man auf die Seite springen, wenn die kommen. Die donnern hier echt runter. So, da muss man aufpassen. Aber sonst machen auch viel Krach, also man hört sie zum Glück. Ja. Ah, ist doch herrlich so. Ja, ich habe gerade die Timelapse aufgebaut oder die Kamera aufgebaut für eine Timelapse. Hoffentlich funktioniert das. Wenn es funktioniert, seht ihr das natürlich und sonst halt nicht. Ich genieße gerade die Aussicht auf den frühen Sonnenuntergang. Also früh, die Sonne ist noch nicht untergegangen. Und El Hierro. Südlichste Spitze von La Palma. Es ist unglaublich.